Moin Leute, schön, dass ihr dabei seid bei meinem ersten Let's Play von 7 Days to Die und auch bei meinem ersten Video hier auf diesem Kanal, The YouTube. Ich bin Lou und heute, ja, wie soll das anders sein, 7 Days to Die starten wir natürlich an Tag Nummer 1 und schauen mal, was uns da so alles erwarten wird. Die einzelnen Details, was ich für Einstellungen vorgenommen habe. Also wir befinden uns im Random Gen, also nicht Nevis Gain. Habe ich unten in die Videobeschreibung geschrieben. Da könnt ihr also genau nachgucken, wie lang der Tag ist und was ich sonst noch für Optionen geändert habe im Vergleich zu den normalen Einstellungen. So, ja, lieber Freund, das Ödland. Die üblichen Quests. Oh, schön ist das hier ja nicht. Und hinter mir möchte ich jetzt auch nicht gerne sein. Aber machen wir erstmal das, was man machen sollte. Die guten alten Quests hier. Na. Das dauert ja ewig. Das Gute ist ja, dass man da, wo man gestartet ist, erstmal eigentlich ja noch nicht so wirklich was zu befürchten hat. Besonders mit dem Ausblick hier auf das nicht gerade wundervoll aussehende Land. Ich weiß es gar nicht, ob da Hunde rumlaufen würden oder nicht. Ich bin mir da immer nicht ganz so sicher, welches Biom was beherbergt. So. Wie viele Steine brauche ich denn für so eine Steinaxt? 5. Dann gehen wir die doch nochmal lieber suchen, weil auf so einen Stein einzuprügeln ist auch mehr als müßlich. Müsli. Ja, so das, ne? Ihr wisst, was ich meine. Na toll. Da guckt man schon mal in den Müll, was ist? Nichts drin. Wo sind denn hier noch mal ein paar Steinchen? Hier drüben vielleicht dann doch? Ah, da. Mal endlich hier. Die gute alte Steinaxt. Und dann, wie man es ja immer mal, das wissen die meisten, die 7 Days to Die spielen, ja, kennen, am besten erstmal da loslegen, wo man sich gerade befindet, ne? Also in dem Gebiet, weil da ist man ja geschützt, da kann einem ja erstmal soweit nichts unbedingt passieren. Und was soll ich jetzt noch machen? Pflanzenhose, Pflanzenfaserhemd. Na, schick ist das nicht, aber gut. Wenn die Quest das so möchte, kann die Quest das so kriegen. Dafür habe ich ja Gott sei Dank schon mal das eine oder andere. Hoppala, nee. Zwei Hosen brauchen wir jetzt auch nicht. Gesammelt. So, um den Satz zu beenden. Das läuft und während der da vor sich hin craftet, können wir hier schon mal so ein bisschen Stein und auch Eisen mitnehmen. Werden wir ja noch sehr, sehr viel von gebrauchen müssen, können, dürfen, suchen, sammeln, ach, das ist alles Mögliche. So, dann ziehen wir den Kran doch gleich mal an. Und ja, machen wir so einen Knüppel. Was kostet der denn? 10 Holz. Ja.
Übrigens für die Leute, die es interessiert, ich spiele das Spiel übrigens auf einem iMac. Also kein Windows-PC, sondern ein Apple-Computer. Und bin mal gespannt, wie es sich so schlägt mit Aufnahme und Spiel gleichzeitig. Wir werden es sehen. Was möchte er denn noch? Ah, Federn, Holzbogen, Pfeile. Eine ganz unangenehme Hintergrund-Soundkulisse. So. Den schon mal weg, den schon mal weg. Ach, wenn ihr euch übrigens fragt, was ich hier unten links in der Ecke, dieses hier mit der Temperaturanzeige und Trinken und Essen, das ist ein Mod, den habe ich von Valkyrie, einem anderen YouTuber. Ich habe auch die Folge mal verlinkt, wo er dann noch mal was zu diesem, also wie man das installiert oh. Nee, dieses Babygekreische mag ich ja überhaupt nicht. Also, wie man das sich selber, eine Axt wollte ich ja noch machen, hinzufügt. Und erachte das als mehr als verdammt praktisch. Übrigens, vielen, vielen Dank dafür, Valkyrie. Das ist wirklich sehr toll, weil ich merke auch, sobald ich das mal nicht habe, bin ich mehr oder weniger aufgeschmissen. Weil ich das selbst mit der Anzeige gerne mal so ein bisschen vernachlässige, wie es denn um mein, sagen wir mal, Wohlbefinden bestellt ist, sprich Essen, Trinken. Das verliere ich gerne mal aus dem Blick. Naja, und Temperatur sowieso, weil das läuft ja hier auch noch nicht so ganz so rund. Irgendwie zieht man sich ja ständig an und aus und an und aus. So. Was haben wir denn jetzt? 43 Steine, da geht noch was. Und dann hoffe ich, dass ich gleich mal irgendwie so ein paar Federn hier finden kann. Damit ich jetzt nicht nur mit diesem kleinen lustigen Knüppel bewaffnet bin. Weil, also wirklich Spaß macht es ja nur mit Pfeil und Bogen. Mit den Waffen bin ich jetzt auch nicht so, also mit den Schusswaffen, so unheimlich begabt. Da treffe ich mit Pfeil und Bogen oder mit der Armbrust komischerweise mehr und besser. Aber da hat ja jeder so seine Vorlieben, ne? Andere finden den Knüppel ganz fantastisch, kommen da sehr gut mit klar. Ja, der ist auch. Also, ihn zu haben ist schon nicht schlecht. Gut, jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt 49er, das ist jetzt nicht so der Burner, aber gut, besser als gar kein Knüppel, nicht? Da gucken wir doch mal nach Bogen. Der gute alte Holzbogen. Mein Freund, der Holzbogen. 51, naja. Und dann, was möchte er jetzt noch? Pfeile, also Nester und Pfeile und ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal da runter. Können ja schon mal ein bisschen Golden Rod einsammeln und ach ja, die Kakteen geben ja immerhin auch diese kleinen Früchte ab. Dass man zumindest ein bisschen Speise parat hat, falls es einem mal überkommt. Ich weiß, ich habe ja noch eine Dose vom Starten dabei, aber auch die sind ja irgendwann aufgebraucht. Ein Schwein, guten Tag. Ach Gott, nee, mit der Steinaxt ist das schon ein bisschen deppert. Und nie sind Nester da, wenn man sie braucht. Und dann, wenn man nicht nachsucht, ne, dann wie Pilze aus dem Boden. So ein Hirsch oder ein Schwein. Noch ein Hirsch. Die wissen genau, dass ich noch keine Pfeile habe. Das ist ja auch immer komischerweise.
rennen einem immer zuhauf irgendwelche Tiere über den Weg, wenn man gerade überhaupt keinen Platz im Inventar mehr hat. So nach dem Motto, wir wissen, du kannst nichts mitnehmen und deswegen zeigen wir uns jetzt mal und ja. Das machen die mit Absicht. Möchtest etwas baden gehen, lieber Hirsch? Ach nee, komm. Ich weiß, ich weiß. Essen kann man nie genug haben, aber irgendwie. Da können wir uns später drum kümmern. Jetzt heißt es erstmal hier ein bisschen Strecke machen, ein bisschen gucken, was gibt es hier alles Nützliches zum Mitnehmen oder auch zum drin wohnen, ja. Also ich weiß, als ich das Spiel das allererste Mal gestartet habe, hat mir vorher, oh, Zombie, diverse Let's Plays angeguckt und wusste so ein Stück weit über die Spielmechanik Bescheid, aber nicht, wie man es bedient. Na, das ist ja mal praktisch. Aber so, welche Taste macht was und das war mir so überhaupt noch nicht klar. Nun ja, und so rannte ich da rum wie Falschgeld und habe dann die erste Nacht tatsächlich auf einem Steinbrocken überlebt. Bin also darauf gesprungen und habe mich eigentlich die ganze Nacht über nur ruhig verhalten. Ich glaube, ein Zombie kam, den habe ich damit, weiß ich gar nicht mehr, ob ich den mit Pfeil und Bogen zur Strecke gebracht habe oder ob ich ihn tatsächlich mit der Axt oder mit einer Keule von oben erschlagen habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber irgendwie so habe ich dann doch überlebt. Überraschenderweise. So, Rezepte, Stofffetzen. Ich höre doch da was. Ah, kommst du denn her? Da habe ich aber heute ganz schönes Trefferglück, muss ich sagen. Wie, jetzt habe ich hier schon wieder zerstörtes Biom oder strahlt das noch aus? Gut, Herr Hirsch, keine Panik, habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Sonst rieche ich auch für die Zombies und was muss er dich sagen? Wobei ich mich frage, wenn man jetzt hier so in der Apokalypse ist, gibt ja keine Dusche und nix, ne? Ne, Hase. Wäre es jetzt ein Huhn gewesen, dann aber ein Hase. Apropos, ach ja, Apokalypse, man hat ja keine Dusche dabei. Also, mögen das die Zombies, wenn man jetzt. Oh. Der ging daneben. So ein bisschen vor sich hin stinkt, oder? Also. Die Frage ist jetzt einfach, wenn ich jetzt Fleisch dabei habe und für die Zombies gut rieche, wie ist das dann, wenn ich mich nicht geduscht habe? Wie das ja hier in diesem Spiel der Fall ist. Ob das dann auch eher Zombies anzieht oder ob die sich dann denken, ach nee, komm. Das ist jetzt auch nicht so nett, lass mal sein. Wir werden es wohl nie erfahren. Es sei denn, die Fun-Pimps implementieren irgendwann eine Dusche und sagen dann, ja, das bringt Verbesserungen in der und der Hinsicht. Ach nein, ach, ich hasse diese Kakteen. Ich kann euch übrigens jetzt schon mal vorwarnen, ich bin prädestiniert dafür, um von Dächern zu fallen oder auch solchen Kanten, also an Häusern dran. Guten Tag. Also das kriege ich wunderbar hin. Ach ja, bringt ja auch Punkte, komm. Schnell den gelben Tee mitgenommen. Zip. Nein. Oh, Painkillers. Sehr schön. Ab damit hier rein. Ah, Woodframes möchte er haben. Die guten alten Holzrahmen. Machen wir da mal 15. Was soll der Geiz? So.
Aber jetzt hier irgendwie mal, also eine Stadt muss ich jetzt hier nicht gerade finden. Das fände ich jetzt auch nicht so, ah, Nest, so prickelnd. Aber irgendwie so ein Häuschen. Ah, Money, Money, Money. So ein Häuschen für zum Looten, nicht? Und zum Übernachten. Habe ich da was gehört? Doch. Ah. Naja, ignorieren. La, la, la. Also so ein Häuschen wäre jetzt schon ganz praktisch. Und wahrscheinlich werde ich hier durch dieses komische Gewässer durch müssen. Puff. Ist ja alles irgendwie Mist, ne? Oh, Bär, dann. Aber jetzt hier gleich die erste Folge erstmal eine Runde rumschwimmen gehen, habe ich auch keinen Bock drauf. Gucken wir mal, ob wir den Bär so ein bisschen umrunden können. Ah, da ist schon wieder so ein Zombie. Ich frage mich eigentlich, was sie so den ganzen Tag machen. Also wir haben ja hier irgendwie so Programm, ne? So von wegen Überleben, Holz holen, Stein holen. Das Übliche, was man halt so macht in der Apokalypse, aber so Zombies, haben die Hobbys? Lesen die? Oder reiten sie? Treffen die sich mal zum lustigen Stelldichein? Oh, was ist das da? Eine Höhle? Naja, aber das wäre ja auch mal interessant zu wissen, was machen Zombies so in ihrer Freizeit? Gibt es Dating-Portale für Zombies? Oder so? Ah, Vogelnest, endlich mal wieder. Und da können wir auch gleich noch mal. Neue Dinge herstellen. Wo war denn jetzt dieses ominöse? Ah. Ja, guten Tag. Kommt er zu mir? Nee, scheinbar noch nicht. Aber irgendwie da jetzt reingehen und der will dann tatsächlich was von mir, ist er ja jetzt auch irgendwie ein bisschen unhöflich. Weil bei meinem Glück will er dann sofort von mir was und ich sitze dann da unten in der Falle. Nee, 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 nee. Kleber, na toll. Aber dann nehmen wir hier schon mal ein paar Pilze mit. Level up. Komm, geh weg. Ist hier noch was Schönes drin? Mein lieber Scholli, das ist aber ganz schön tief hier. Ein Campfire? Aha. Hier haben wir schon mal ein bisschen Eisen in der Decke. Und Wasser. Ja, ne? Also, wenn jetzt hier in der Nähe irgendwo. Wie gut, dass ich ein paar Woodframes habe. Wenn jetzt hier also in der Nähe irgendwo eine Hütte zu finden ist, dann könnte man sich das ja hier gleich mal merken. Als schon mal fertigen Mineneingang. Deswegen markiere ich das auch gleich mal auf der Karte, aber erstmal will ich heraus, bevor sich hier vorne eine Zombie-Versammlung bildet, die mir dann auf die Mütze haut. So. Karte. Wegpunkt speichern. Nennen wir es einfach mal Loch. So. Da hinten wollte er hin, ja. Ach, das bist du. Ah, den könnte ich eigentlich mal. Mir dann hier wunderbar ein kleines Knochenmesser herzustellen. So. Ja gut, mit dem Rest muss ich jetzt. Gucken wir mal.
ob ich da noch Platz finde für andere Dinge. Man hat auch immer irgendwie zu wenig Platz im Inventar. Das ist, ja. Aber das würde ja dann auch alles keinen Spaß machen, wenn man unendlich viel Platz im Inventar hätte. Mann, Mann, Mann. Also wohnen würde ich ja auch nicht wollen. Das ist ja mehr als öde und... War da ein Nest? Ja. Mehr als öde und langweilig hier. Aber Hauptsache Hasen, ne? Ganzer Sack voll Hasen. Ein Huhn wäre jetzt toll. Da hätte ich zwar dann auch Fleisch in der Tasche und würde ein bisschen nach Hühnchen riechen, aber da würde ich wenigstens federn, federn, federn. Federn ohne Ende. Hier wollte ich rein. Machen wir hier auch noch mal ein paar Steine. Bräuchte ich dann bald auch mal wieder. Nehmen wir hier gleich mal was mit. Da hinten tanzt ein Zombie und da tanzt ein Zombie. Hat er mich gesehen? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie außer Zombies und ab und zu da hinten ein Hühnchen. Aber das kriege ich jetzt nicht mehr. Außer Zombies und einem Bär ist jetzt hier noch nicht allzu viel los. Also ich weiß, ich wiederhole mich da, aber so ein Häuschen wäre schon mal schön. Da geht es ja den Zombies genauso. Die halten sich ja auch am liebsten irgendwie bei Häusern auf oder in der Stadt, nicht? Ach, nee. Ich weiß, ich habe gesagt, so ein Hühnchen wäre praktisch, aber ich habe ja auch keinen Platz mehr im Inventar. Also bringt ja jetzt dann auch nichts, das arme kleine Hühnchen hier und so zerlegen. Könnte ich den jetzt eigentlich schon... Dafür brauche ich 100 O. Na, das dauert noch ein bisschen. Ich weiß, ich könnte jetzt auch das Metall direkt scrappen, was ich in der Tasche habe, aber da gehen einem ja, glaube ich, 25% verloren, wenn man im Vergleich dazu, wenn man es einschmelzen würde. Mann, 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 Mann. Ja, komm. Hallöchen, guten Tag. Hm. Sind so ein bisschen wie diese, wenn man im Urlaub irgendwelche Sehenswürdigkeiten besucht. Diese ganzen Händler, die da rumlaufen, die einem dann hinterherlaufen und einem irgendwas andrehen wollen. So ähnlich sind die Zombies auch. Man will das gar nicht und trotzdem gehen die einem auf die Nerven. Ist es da hinten auch zerstörtes Biom? Aber auf jeden Fall ist da Wasser und es ist schon 12.30 Uhr. Meine Fresse. So wird das doch nie was. Eine Straße. Und eine Straße führt ja bekanntlich immer irgendwo hin. Gut, hier nicht immer. Manchmal endet sie auch im Nirgendwo. Aber in der Regel sind Straßen ja schon mal ein gutes Zeichen. So, ist wurscht, wo lang wir da gehen. Dann würde ich sagen, folgen wir mal der Straße Richtung Osten. Och. Ein Kriecher. Abend. Hallo. Grüßt gar nicht. Unhöfliches Pack. Mann, 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 Mann. Zack. Ja, irgendwie... Ich höre es, ich höre es, ich höre es. Von wo? Was? Oh, ach da. Geh weg. Ich habe dich nicht bestellt. Und da sind noch meine Aloe Vera Samen drin. Die wollte ich schon gerne noch behalten.
So, ab dafür. Kommt hier noch irgendjemand? Aloe Vera Samen, genau. Die Aloe Vera. Ach, komm her. Wegen eines Blatt Papiers mache ich doch jetzt hier keinen Fass auf, beziehungsweise lasse meine Aloe Vera Samen hier rumliegen. Was bist du? Eine Schwester? Nee. Oder? Nee. Ist das da dein Nest? Bingo. Nein. Ja, komm hier. Tier fällt und ab dafür. Ach, immer diese Groupies, da laufen einem stundenlang hinterher. Nur für ein Selfie oder wollen einem mal in die Wade beißen. Das Übliche. Und was ist? Bring doch nicht mal irgendwas mit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt du, erst ein Tag hier unterwegs und schon so ein Stress. Aber was kommt denn da? Kommt da die Wüste? Zerlegen wir. Haben wir schon Blei dabei. Och Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ich möchte doch nur ein Häuschen. Im Grünen. Mit weißem Zaun davor. Einem Schild. Zombies go away. Wie sieht das aus hier? Komm, Essen ist, können wir auch mal. Zack. Dann zerlegen wir die doch gleich mal. Auch das essen wir. Zerlegen es. Weil dann können wir nämlich hier diese wunderschönen Pflänzchen mitnehmen. Ja, komm, nerv nicht. Erst hier den Lauten machen und sich dann aber auch gleich auf den Asphalt legen, ne? Ach. Dann nehmen wir doch lieber die mit als die komischen Piercings hier. So, habe ich denn jetzt noch Platz für... Weiß ich gar nicht. Gucken wir mal. Ja. Das ist ja das wirklich Praktische an der Wüste. Man kriegt Yucca und Aloe Vera zuhauf. Und aus dem einen kann man ja wunderbar Essen machen, aus dem anderen mit der Aloe Vera, also diese heilenden Bandagen, haben mir schon so manches Mal die sprichwörtliche Haut oder den Arsch gerettet. Och, warum gehst du denn weg? Hallo? Entschuldigung? Ich schieße auf sie. Würden sie vielleicht mal stehen bleiben? Wieder nichts dabei. So, ja, oh, ah, hoppla. Die ganze Zeit kein Haus, ne? Aber Hauptsache jetzt erstmal hier unten auf eine Stadt treffen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das finde. Weil irgendwie die erste Nacht in der Stadt übernachten, das ist mir ja schon ein bisschen unangenehm auch. Aber wenigstens gibt es hier nochmal eine Runde Aloe Vera und Yucca. Was war denn das? Ich hoffe, ihr habt das auch gehört, dieses komische Quietschen, Kreischen. Oder ich habe das schon zu viel und zu oft gespielt und habe mittlerweile Halluzinationen. Kann natürlich auch sein. So, viele Federn heißt ein paar Pfeile. Was sagt eigentlich? Ach so, Holzrahmen setzen und aufwerten.
Wie viel? 22. Ja, auch nett. Dann haben wir das schon mal. Wenn ich da noch ein bisschen Stoff finde, und das finde ich ja in den Häusern zuhauf, dann kann ich mir sogar meine ersten Heilbandagen herstellen. Blup. Oh, hallo Schwester. Wie geht's uns denn heute? Kopfschmerzen? Ach. Nice, nice. Leider kein Antibiotikum. Das wäre jetzt auch noch schön gewesen. Ach, aber schon wieder keinen Platz in der Tasche. Mann. Stofffetzen hier. Machen wir nochmal zwei. Schmeißen wir das mal raus. Nehmen wir die nochmal mit. Kein Platz für nix. Dann essen wir die noch mal. Ich weiß, ich verliere jetzt hier eine Dose. Blub. Da hinten geht scheinbar ein Weg lang. Durch dieses kleine Wasserloch. Ja genau, da ist er doch. Ach, hier wäre auch noch mal ein Stichweg gewesen. Dann gehe ich doch erstmal. Wo war das? Weil vielleicht führt der mich zum Haus. Und dann gehe ich doch lieber erstmal da lang, als in die Stadt rein. Weil das ist natürlich auch sehr praktisch, ne? Wenn man jetzt hier so ein Häuschen hat, scheinbar ja mit einem erhöhten Blick, wie es aussieht. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja. Und kann von da aus dann immer wunderbar spontan in die Stadt hinein ein bisschen was rumlooten. Gut, das Gebiet hier finde ich jetzt erstmal nicht so sonderlich ansprechend, aber heißt ja jetzt nicht, dass man hier dauerhaft wohnen muss, nicht wahr? Den Berg hinauf. Oh Mann, oh Mann. Hey, hüpf. Hey, hüpf. Ich sehe den Weg zwar nicht, aber auf der Karte ist er da. Und schon wieder keine Ausdauer mehr. Diese Aussicht. So, wir könnten noch mal einen neuen Holzknüppel herstellen. Den hier zerlegen. Aus dem Stoff. Oh. Kann ich gleich mal erste Hilfe-Bandagen herstellen. Sehr schön. Mensch, 90er Knüppel. Bin ich auch bald bei 100. Entschuldigung, haben Sie hier ein Haus gesehen irgendwo? Hm. Ach, die sind auch immer so ungesprächig. Und brüllen einen auch immer gleich an. Hat nichts gemacht und die kommen an. Na toll. Ich suche ein Haus und was kriege ich? Ein Zeltplatz. Das ist jetzt nicht unbedingt so die beste Überlebensstrategie. Guten Tag. Was läuft denn hier rum? 4 Stück? Hm. Ach ja, was soll's, ne? Wie viele Pfeile habe ich? 57. Da kann man schon mal was mit starten. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ist klar, dass natürlich jetzt wieder alle Zombies aus den umliegenden Gegenden hier rankommen, weil die sich denken, ne, lecker essen oder so. Und ich sag noch so vollmundig, ja, mit dem Bogen bin ich echt gut. Hm. Nur nicht dann, wenn es drauf ankommt. Und ich dachte schon, ich breche mir wieder das Bein. Gucken wir mal kurz in den Baumstamm rein. Oh. Ein Kochgrill, sehr schön. Dann weiß ich gleich, was mich da drin erwartet.
Kommst du denn her? Aus dem Zelt wahrscheinlich, ne? Meine Fresse. Darf doch nicht wahr sein. Na endlich, wenigstens einer. Kommt hier was? Nee. Hätte ja klappen können. Nein. Und dann noch rückwärts in den Kaktus rennen und tot, ne? Das wäre es jetzt noch. Können die nicht mal stillhalten, wenn man sie erschießen will? Also wirklich. War es das jetzt? Da wäre ein Vogelnest. Ja, so, dann gucken wir noch mal kurz hier in die Kühlbox rein. Eine Kartoffel. Ach Mann, hier, komm. Zerlegen. Zerlegen. Ja, ich weiß, dass ich das alles noch wunderbar gebrauchen kann, aber was soll's, das bringt mir jetzt ja auch nicht wirklich viel hier. So, noch ein Bierchen dabei. Was sagt der Mülleimer? Ganzer Sack voll Papier, ein Kochtopf. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Rezepte, Pfeile. Ab dafür. Und irgendwo muss der Grill ja auch noch hin. Oh. Zu viel Kram da. Jetzt wichtig. Gebietsschutzblock. Ach komm, ab dafür. Was bringt die? Setz mal auf, kann nicht schaden. Das wird und das wird. Auch dafür werde ich dann gleich keinen Platz mehr haben, aber. Verwitterter Rucksack. Ah. Ich mag sie gern. Ein Knüppel mit 84. Ne, kann ich besser. Ich weiß, nicht steinigen, nicht vier teilen, aber auch das können wir eigentlich zerlegen. Und das hier. Und auch das hier. Und dann kann ich den zerlegen. Das nehmen wir mit. Und was haben wir hier noch? Honig. Honig ist immer gut. Lieber Honig als das Bier. Wobei, diese Shorts hier bringt ja alles noch nichts. Ach, da habe ich keinen Platz für. Ja gut, dann nehmen wir die Mütze hier raus. Und können sie jetzt zerlegen. So. Gut. Ja, eigentlich hätte ich jetzt gerne schon irgendwie ein Haus gefunden. Immerhin ist es 16.20 Uhr. Aber dann, ja, beenden wir die Aufnahme an dieser... Oh, Vogelnest. Die... habe ich ja eh keinen Platz für. Ich wollte noch sagen, dann beenden wir die Aufnahme an dieser Stelle. Rezepte, da machen wir jetzt einfach kurz Samen draus und dann kann ich die Falle. So, jetzt aber. Ja, vielen Dank fürs freundliche Zusehen, fürs Einschalten und ob ich dann endlich mal ein Haus finde, bevor es dunkel wird, das sehen wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Und damit bin ich jetzt einfach erstmal raus. Vielen Dank. Tschüss.